Ja, der ganze Netzausbau hat überhaupt nur eine Chance, wenn man die Bürger mitnimmt. Das heißt nicht, dass man jeden überzeugt von der Notwendigkeit, aber dass man jedenfalls von Anfang an sehr transparent ist. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Element, wenn man den Netzausbau voranbringen will. Und der Netzausbau wiederum ist das zentrale Element, damit die Energiewende gelingt. Und die wollen wir schließlich alle. Die Bundesnetzagentur bietet eine Vielzahl von Beteiligungs- und Informationsmöglichkeiten zum Netzausbau an. Auch auf dem Technikdialog in Köln konnten sich sowohl das Fachpublikum, Vertreter von Bürgerinitiativen, als auch interessierte Bürgerinnen und Bürger informieren. Das Thema der Veranstaltung: Konverter. Diese sogenannten Umrichterstationen sind für die geplanten Gleichstromleitungen notwendig, da sie den Gleichstrom in Wechselstrom umwandeln, der am Ende aus der Steckdose kommt. Wir haben ja einen Leitungsausbau, der zum Teil aus Gleichstromleitungen besteht. Und da wir ein Wechselstromnetz haben, brauchen wir immer eine Übergangsstelle sozusagen vom Wechselstrom zum Gleichstrom und vom Gleichstrom zum Wechselstrom. Das sind die sogenannten Konverter, das sind entsprechende Industrieanlagen. Und die müssen natürlich auch gebaut werden. Wie nun die Planungsschritte bis zum Bau eines solchen Konverters aussehen und wann sich die Öffentlichkeit am Verfahren beteiligen kann, diese Fragen beantwortete Abteilungsleiter Matthias Otte von der Bundesnetzagentur, die für die Genehmigung der Konverter zuständig ist. Der Übertragungsnetzbetreiber ist der Verantwortliche für die Standortsuche. Der muss entscheiden, wo geeignete Flächen sind und nach welchen Kriterien er vorgeht. Das sind technische Kriterien, das sind umweltfachliche Kriterien und raumplanerische Kriterien. Und dann muss er dafür Sorge tragen, dass der Trassenkorridorvorschlag, den er uns im Rahmen der Bundesfachplanung vorlegt, dass der auch zu diesem Konverterstandort passt. Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion prüft derzeit einen Konverterstandort zwischen Düsseldorf und Mönchengladbach. Der Konverter ist für das Gleichstromprojekt Ultranet vorgesehen. Über Auswahl und Kriterien dieses Standorts informierte Gerald Kentler von Amprion. Einige Anwohner aus der Region nahmen am Technikdialog teil und hatten Fragen. Wie kriegen Sie den Strom zum Konverter und wieder weg? Das Trassenband ist relativ nah und wir werden einen möglichst guten Weg finden, genauso wie wir es bei jedem Freileitungsverfahren auch haben. Nur das ist auch dem weiteren Verfahren noch vorbehalten. Nicht nur während der Vorträge, auch bei der anschließenden Podiumsdiskussion stellten sich Experten aus Verwaltung und Industrie den Fragen des Publikums. Diese Form des Dialogs ist für alle Beteiligten von besonderer Bedeutung. Ich halte die für sehr wichtig, um auch eine gewisse Transparenz und Akzeptanz in der Bevölkerung zu schaffen. Ich glaube, dass es essentiell ist, wenn wir wirklich Energiewende schaffen wollen, das Wissen, was da wirklich eingesetzt wird, wie sauber die Planung gemacht wird, wird von den Bürgern sehr positiv aufgenommen. Und man sieht ja, hier sind noch eine ganze Reihe Initiativen. Und ich finde es auch sehr gut, dass das Publikum zu Wort kommt. Also ich kann es nur empfehlen. Weitere Informationen zu Konvertern, zum Stand des Netzausbaus und zu den Veranstaltungen der Bundesnetzagentur finden Sie auf www.netzausbau.de.